Herzlich willkommen zum neuen Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute dreht sich alles um den Polestar 3, das neueste Elektro-SUV aus Schweden. Bevor wir loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Infos und Tests mehr zu verpassen. Der Polestar 3 überzeugt vor allem durch sein durchdachtes Design und die technischen Raffinessen, die ihn von der Konkurrenz abheben. Besonders auffällig ist die sogenannte Smart-Zone an der Front, die Kameras und Sensoren nicht versteckt, sondern sie offen zur Schau stellt. Diese helfen nicht nur bei der Fahrassistenz, sondern sind sogar beheizt, damit sie auch im Winter zuverlässig funktionieren. Auch die Aerodynamik des Polestar 3 ist ein Highlight. Die durchdachte Luftführung sorgt dafür, dass der Wagen trotz seiner Größe einen hervorragenden Luftwiderstandsbeiwert erreicht. Dazu kommt ein Frunk. Also ein vorderer Kofferraum mit einem Volumen von 32 Litern, ideal für Ladekabel und Notfallsets. Mit einer Länge von fast 5 Metern und einer Breite von über 2 Metern wirkt das Fahrzeug dennoch optisch kompakt, was man spätestens bei der Parkplatzsuche zu schätzen weiß. Wer das Performance-Paket wählt, erhält nicht nur goldene Akzente und spezielle Bremsen, sondern auch eine Leistung von beeindruckenden 380 Kilowatt und 910 Newtonmeter Drehmoment. Auch ohne das Performance-Paket kann man jedoch die beeindruckende Reichweite von bis zu 650 Kilometern nach WLTP genießen. Aufgeladen wird der Polestar 3 mit bis zu 250 Kilowatt Gleichstrom, was ihn innerhalb von 30 Minuten von 10% auf 80% bringt. Für den täglichen Gebrauch lässt sich der Wagen zu Hause oder an der Wallbox mit 11 Kilowatt in etwa 11 Stunden vollständig aufladen. Das Interieur des Polestar 3 ist hochwertig und minimalistisch gestaltet. Das serienmäßige Panoramaglasdach bringt Licht ins Fahrzeug, während das Infotainment-System mit seinem 14,5 Zoll Touchscreen fast alle Fahrzeugfunktionen steuert. Die hochwertige Bowers & Wilkins Soundanlage gehört zum optionalen Plus-Paket, das auch ein Head-Up-Display und andere Komfortmerkmale beinhaltet. Obwohl das System nicht mehr brandneu ist, ist es immer noch benutzerfreundlich und bietet viele Funktionen, die das Fahren angenehmer gestalten. Die Sitze im Fond bieten ausreichend Platz für großgewachsene Passagiere und auch der Kofferraum mit 484 Litern bietet genügend Stauraum für den Alltag. Wer mehr Platz benötigt, kann diesen auf bis zu 1411 Liter erweitern oder sich für die optionale Anhängerkupplung entscheiden, die bis zu 2,2 Tonnen Zuglast ermöglicht. Beim Fahren zeigt sich der Polestar 3 von seiner besten Seite. Egal ob in der komfortablen Standardeinstellung oder der straffen Performance-Variante, das Fahrwerk ist für alle Situationen gewappnet. Besonders positiv fällt die Bremsleistung auf, die auch bei sportlicher Fahrweise souverän bleibt. Die Lenkung ist direkt und das Einpedalfahren funktioniert intuitiv. Wer Performance sucht, wird mit dem Polestar 3 sicher glücklich, denn die Kombination aus Leistung und Komfort ist bemerkenswert ausgewogen. Auch in Sachen autonomes Fahren ist der Polestar 3 gut gerüstet. Das Fahrzeug bietet bereits eine Vielzahl an Fahrerassistenzsystemen, die durch zukünftige Updates noch erweitert werden könnten. Aktuell arbeitet Polestar an Funktionen, die eine nahezu autonome Fahrt ermöglichen. Doch was genau hier in Zukunft möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Diskutiert gerne in den Kommentaren, was ihr vom Polestar 3 haltet und für wen dieses Fahrzeug besonders interessant sein könnte. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.